Ich hatte in der Bezirkszeitung von dem Aufruf der Klasse gelesen gegen die Ausweisung. Das war im, noch vor Weihnachten. Ich war erschrocken über die Belastung, die man diesen Jugendlichen aufbürdet und auch über die Enttäuschung, die der Rechtsstaat Österreich hier verursacht. Welches Vertrauen in Gesetze, in den Schutz des Schwächeren kann man da noch haben? Nachdem ich engagiert bin in der Korczak-Gesellschaft, wo es darum geht, dass Janusz Korczak vor 100 Jahren bereits Kinderrechte gefordert hat und als Grundsatz immer gelebt hat, Kinder, sie werden nicht erst Menschen, sie sind es schon und Kinder müssen mitbestimmen dürfen. Und gerade um diese Bestrebungen geht es mir, um die Anerkennung und die Würde dieses heranwachsenden Menschen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie gar nicht ausreisen muss. Aber ich bin mittlerweile so sicher, dass ich sie weiter begleiten werde, bis sie wieder da sein darf. In Aussicht steht schon, dass sie ein Schülervisum bekommt. Ich werde alles dafür tun, dass die Verbindung zu ihr nicht abreißt, damit sie ihre Matura hier wieder machen kann. Und ich brauche mich für Kinderrechte gar nicht einzusetzen, wenn ich wegschaue bei solchen Dingen.